Hallo, herzlich willkommen zurück im Garten. Heute gibt's einen Drink, es gibt Hugo, ein Klassiker, sommerlich, frisch, schön süß und Heute gibt's Hugo. Hugo ist in aller Munde. Hugo steht in jedem Supermarkt in so vorgemischten Flaschen mit so fancy Aufdrucken, aber richtig gut schmeckt Hugo eigentlich nur, wenn man ihn frisch macht. Und dafür braucht man pro Portion ungefähr 150 ml Prosecco, 100 ml spritzisches Mineralwasser, ein schönes Weinglas mit Stiel, ein bisschen Limette für einen kleinen Spritzer Limettensaft. Man braucht frische Minze und ganz wichtig Holunderblütensirup. Und wichtig für die Präsentation sind auch noch ein paar Eiswürfel. Das Ganze werden wir on the rock servieren und zutschen kann man es mit bunten Strohhalmen. Die Zubereitung ist wirklich kinderleicht. Im Prinzip kippt man die ganzen genannten Zutaten im Glas zusammen, rührt einmal um und dann ist man schon fertig. Ich zeig's euch. Dafür mache ich erstmal den Prosecco auf. Man könnte eigentlich auch Sekt nehmen oder Weißwein, aber ich habe mich für Prosecco entschieden, weil ich Italien so gerne mag. Juhu! Schick's hin! Klapp! Geil! Habe ich geschafft. So. Dann nehme ich mir einfach 150 ml vom Prosecco. Blub, 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 blub. Oh, es sprudelt. Wie viel bist du jetzt? Wo ist meine Markierung? Ha? Die gebe ich in mein Gläschen. Und fülle das Ganze mit ein bisschen Mineralwasser auf, so ungefähr 100 ml. Die messe ich mir auch ab. Wenn das immer so sprudelt, kann man das immer so schwer sehen. So sind 100 ml. Oh, es schäumt. Es wird ein gar erfrischendes Getränk. Dann kommen dazu ungefähr 20 ml Holunderblütensirup. Den kann man kaufen oder selber machen. Das ist echt lecker. Gibt es überall zu kaufen. Also das sollte kein Problem sein. Und am Ende noch ein Spritzer Limettensaft. Eigentlich wurde der Hugo nämlich im Jahr 2005 erfunden von einem Barkeeper in Südtirol und der hat das einfach so erfunden. Er hat sich gedacht, das passt gut zusammen. Also es gibt da keine längere Kulturgeschichte oder irgendwas. Kam halt aus Italien und war halt toll und hat sich überall hin verbreitet, total rasend schnell. Ja, Limette. Frische Minze gehört unbedingt dazu. Einfach so ein paar Blättchen abzupfen. Oh Mann, jetzt sägt der da drüben wieder. Also so ein paar Blätterchen, frische Minze noch mit rein und dann kommen die Rocks, ein paar Eiswürfel. Übrigens, der Erfinder des Hugo hat gemeint, er hätte seinen Drink genauso gut Otto nennen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle Welt im Lifestyle-Café bestellt sich ein Otto. Das wäre nicht gut gewesen für die Karriere des Drinks. Aber ich lasse mir meinen Hugo jetzt schmecken.